Willkommen zurück. Wir sind mitten im Dialog stehen geblieben und da machen wir jetzt einfach weiter. Naja, wenn keine Piraten deine Hosen durchsuchen sollen, während du schläfst, hättest du das sagen sollen. Ich habe sie jetzt. Ich entscheide, wo sie begraben wird. So, vielleicht finden wir eine Lösung für den Streit. Vielleicht gibt es eine gerechte Weise, auf die ihr bestimmen könnt, wer das Artefakt vergraben darf. Ja, vielleicht. Oh ja? Was schlägst du denn vor? Wir probieren mal einen Wettbewerb im Anstarren. Wie wäre es mit einem Wettkampf im Anstarren? Wer als erster blinzelt, hat verloren. Hey, das gefällt mir. Ja, das ist so einfach. Seht nur, ein Ablenkungsmanöver. Oh, von was soll es denn ablenken? Ja, genau. Ja, okay, das Ablenkungsmanöver haben wir geschafft. Jetzt tun wir mal den kleinen Papagei in die Schatztruhe. Bon voyage. Hast du was gesagt? Ich nicht. Vielleicht war es Kapitän McGillicuddy. Beim Bate Neptuns. Wenn er sieht, dass wir seine Truhe noch nicht vergraben haben, wird er uns vergraben. Los, 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 los. Wir müssen jetzt gehen. Ja, das hört sich nach einer guten Idee an. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Gut, das wäre es. Fertig. Vergraben. Gut, der Schatz ist vergraben. Unser kleiner akustischer Freund steckt auch drin, um ihn nachher wiederzufinden. Aber erstmal gehen wir jetzt weiter zu LeChuck. Es hätte jetzt auch noch andere Möglichkeiten gegeben, mit den Piraten zu sprechen und andere Wettbewerbe zu starten. Allerdings hätte das wiederum keine Auswirkung und wir hätten den Papagei nicht verstecken können in der Schatztruhe, weil die Piraten hätten es dann jedes Mal bemerkt. Das habe ich jetzt einfach mal erspart. So, weiter zu LeChuck. Und da ist er auch schon. Nein, noch nicht. Jetzt ist er da. Der Muschel sind fast Füße gewachsen. LeChuck! Guybrush! Gott sei Dank, du bist in Sicherheit. Elaine und ich haben uns ja schon solche Sorgen gemacht. Das kannst du vergessen, LeChuck. Du hast vielleicht meine Frau mit deinen Voodoo-Tricks getäuscht. Mir machst du aber nichts vor. Aber nein, es ist wirklich so. Dank dir bin ich ein völlig anderer Mensch. Vollkommen frei von jeglichem Voodoo. Und ich komme mit guten Nachrichten, Guybrush. Ich habe eines dieser Beschwörungsartefakte gefunden. Ich brauche nur ein wenig Hilfe, um es tatsächlich zu bekommen. Ja, etwas asynchron. Was hast du vor, LeChuck? Du willst mich mit netten Worten und kleinen Gefälligkeiten in trügerischer Sicherheit wiegen und dann ermordest du mich, während ich schlafe? Ach, Junge, wenn ich dich töten wollte, würde ich dich einfach hier vor diesen Klippen werfen. Warum sollte ich warten, bis du schläfst? Wie beruhigend. Jetzt vertraue ich dir völlig. Großartig. Wir lassen Vergangenheit Vergangenheit sein und arbeiten zusammen. Genau. Dafür nehmen wir erstmal einmal diesen Coupon mit. Gratisköder. Große Austern. Den können wir uns lecker nämlich für bei die der Anemone holen. Ich versuche keine Köder mehr zu essen. Nein, lieber nicht. Also, was genau versuchst du hier zu tun? Ich vermute, dass das Beschwörungsartefakt irgendwie in dieser Konstruktion eingeschlossen ist. Das muss ich doch irgendwie aktivieren lassen, damit wir rankommen. Kein Problem. Dann brauchen wir nur noch... Nein, nein, sag's mir nicht. Ich muss das ganz allein herausfinden. Wenn ich dir zeigen soll, dass ich auf deiner Seite bin, muss ich mich den Herausforderungen so stellen, wie du es tun würdest. Und nicht einfach damit drohen, dir den Kopf abzureißen, wenn es nicht nach meinem Willen geht. Na schön, ich lass dich herausfinden, wie man an das Artefakt herankommt. Aber ich werde derjenige sein, der es dann an sich nimmt. Wunderbar. Also, wie ich schon sagte, sag mir bloß nicht, wie ich das zu tun habe. Ich bin mir sicher, dass ich das selbst herausfinde. Ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Daher müssen wir unserem LeChuck ein bisschen auf die Sprünge helfen. Viel Glück, LeChuck. Ich verdrück mich. Geh aber nicht so weit weg. Ich brauche deine Hilfe möglicherweise noch. Ja, ich habe das Gespräch einmal beendet. Denn wir müssen uns noch die Auster holen. Das ist sehr wichtig. Denn da kriegen wir eine Perle raus. Und daraus können wir uns ein zweites antikes Werkzeug bauen.
Also zurück zum Dschungeleingang. Und zurück zur Anemone. Nein. Verkehrt. Ja, aufs Floß. So, los geht's. Wieder nach oben. Schiffsreparaturen! Hallo, Anomaly. Ich grüße dich erneut, Seemann. Hör bitte auf damit. Was darf's denn sein? Du verkaufst also Köder und reparierst hier Schiffe. Das ist eine merkwürdige Paarbildung. Nun, es sind harte Zeiten. Manchmal muss man das eine oder andere Geschäft mitnehmen, um genügend Sanddollar zum Leben zu haben. Sanddollar? Das ist echt hart. Wenn du das für schlimm hältst, dann musst du wissen, dass das hier früher ein Köderladen und ein Pizza-Imbiss war. Und nicht einmal dann verkaufe ich auch nur eine Sardelle. Könnte ich einen Köder haben? Klar. Wie möchtest du dafür bezahlen? Ich kann dir einen Kurit-Papagei zum Tausch anbieten. Tut mir leid, die nehmen wir nicht. Oh. Wir nehmen auch keine Schecks, Reisechecks oder Tauschwaren. Weder aus- noch inländische Währungen. Du nimmst keine inländische Währung an? Was nimmst du denn an? Coupons. Wegen dieser Coupons. Oh, hast du einen? Jemand, der so attraktiv ist wie du, braucht doch keine Coupons, oder? Was machst du da? Flirtest du etwa mit mir? Ich weiß nicht. Pass auf, das ist ganz leicht. Bring mir einfach einen Coupon und schon gebe ich dir einen Köder. Alles klar? Klar. Okay, dann nehmen wir noch den Eimer mit. Hey, kann ich mir diesen Eimer ausleihen? Du gefällst mir. Also ja, mach schon. Was willst du denn mit ihm anstellen? Na, weiß noch nicht. Warum willst du ihn dann nehmen? Weil er da so rumsteht, denke ich. Du bist komisch, Kleiner. Süß, aber ein bisschen komisch. Gut, dann geben wir die Coupon jetzt einfach mal ab. Ich hätte gerne Austern. Ja, das Gespräch wäre jetzt eben nicht unbedingt nötig gewesen. Da hast du aber Glück. Wir haben noch genau eine und sie ist ein Prachtexemplar. Wusstest du schon, dass manche die Auster als Liebesmuschel bezeichnen? Im Ernst? Vielleicht will man damit ihr Selbstwertgefühl steigern. Schließlich ist sie hässlich wie ein Berg Seemöwenkot. Ja, wie gesagt, das Gespräch über die Coupons war jetzt nicht nötig. Ich habe es jetzt aber einfach mal gemacht. Dann hört man noch so ein bisschen von der Hintergrundgeschichte und so weiter. Ja, weiter zur Bibliothek. Die Bibliothek befindet sich hier vorne. Ihr werdet sie nie bekommen. Vergessen wir die Artefakte mal für einen Moment. Und hier arbeitet Tetra. Tetrapack. Hallo Seemann. Hallo schwammige Fischperson. Hallo pummeliger Mensch. Ich heiße Tetra. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und... pummelig? Bist du zu unserer Bücherei gekommen, um etwas über die reichhaltige Kulturgeschichte der Vaykalians zu lesen? Nein, ehrlich gesagt. Aber ich hätte da ein paar andere Fragen. Und pummelig bin ich übrigens überhaupt nicht. Weißt du, ich hätte auch gerne ein Buch aus der Bücherei. Ich wusste es. Was kann ich dir bringen? Ah, das ist etwas beleidigend jetzt, dein Fischwitz. Aber nur gut. 101 Fischwitz. 101 Fischwitze? Im Ernst? Meine Vorfahren arbeiteten über Jahrhunderte daran, diese Schätze des Wissens zu sammeln und in diesen Wänden für die Nachwelt zu konservieren, wodurch unsere Rasse noch viele Jahre für unsere intellektuellen Leistungen respektiert wird. Und du verlangst nach Fischwitzen? Ja. Ah, fein.
Hier, das müsste dein Verständnis für die Literatur der Baekalien bereichern. Großartig. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht kaputt lache, sonst flickt mich noch jemand mit Seemannsgarn zusammen. Ich hasse dich von nun an. Okay. Gucken wir uns das Buch mal an. 101 Fischwitz. Hey, da ist ein Coupon drin. Ob der noch gültig ist? Gut, den Coupon, den können wir auch noch gleich einlösen. Können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können? Das ist sinnlos! Jetzt nur noch mit Coupons bezahlen! Hier, bitteschön, Amemali. Ich habe hier ein Coupon für ein Gusanos de Destino. Wow, das ist aber ein alter Coupon. Ich bezweifle, dass ich das noch im Sortiment habe. Warte hier. Ich muss hinten nachsehen. Ich habe noch was gefunden. Es stand ganz hinten, verdeckt von den Affenfingern. Es leuchtet sogar noch. Wie geht? Gut. Was wir noch machen müssen? Wir müssen uns einmal die Auster noch mal anschauen. Dann breche ich die mal auf. Hey, eine Perle. Eine große Perle. Genau, die brauchen wir für Lidschak gleich noch. Also zurück nach Spoon Island. Durch den Dschungel. Hin zu Lidschak. Ihr werdet sie nie bekommen. Vergessen wir die Artefakte mal für einen Moment. Schau dir diese Beine an. Ja, da ist er auch schon. Die Perle müssen wir ihm jetzt erst einmal geben. Und dann können wir ihm ja nochmal helfen. Und ihm bei der Rätsellösung helfen. Hier, das könntest du gebrauchen. Natürlich, dieses Ding. Ja. Gut, das Ganze werden wir dann im nächsten Let's Play machen. Weil ich denke mal, das Gespräch wird jetzt etwas länger dauern. Bis später dann.